Die Geschichte, um die es sich handelt, beginnt im Gebirge, in Seebühl. Kennen Sie eigentlich Seebühl? Das Gebirgsdorf Seebühl? Nein? Seebühl am Bühlsee? Wirklich nicht? Sonderbar, höchst sonderbar. Wen man auch fragt, keiner kennt Seebühl. Womöglich gehört Seebühl am Bühlsee zu den merkwürdigen Ortschaften, die ausgerechnet nur jene Leute kennen, die man nicht fragt. Wundern würde mich's nicht. So etwas gibt's. Nun, wenn Sie Seebühl am Bühlsee nicht kennen, können Sie natürlich auch das Kinderheim in Seebühl am Bühlsee nicht kennen. Das bekannte Ferienheim für kleine Mädchen. Schade, sehr schade. Aber es macht nichts. Kinderheime ähneln einander wie 4 Pfund Brote oder Hundsfeilchen. Wer eins kennt, kennt sie alle. Und wer an ihnen vorüberspaziert, könnte denken, es seien große Bienenstöcke. Es summt von Gelächter, Geschrei, Getuschel und Gekicher. Freilich abends. Da setzt sich zuweilen der graue Zwerg Heimweh an die Betten und zählt die Kindertränen ringsum zusammen. Die geweinten und die ungeweinten. Aber am Morgen ist der Zwerg Heimweh, hast du nicht gesehen, verschwunden. Dann klappern die Milchtassen, dann klappern die kleinen Mäuler wieder um die Wette. Wollt ihr nicht solchen Krach machen? Nun also, ihr Bande. Tja, und dann? Dann rennen die Bademätze rudelweise in den Bühlsee hinein, in den kühlen, freundlichen See. Planschen, kreischen, jauchzen, krähen, tauchen, schwimmen. Oder sie tun doch wenigstens, als schwimmen sie. Am wildesten treibt es, wie immer, ein kleines Mädchen, das den Kopf voller Locken und Einfälle hat und Luise heißt. Schnatternde Herde in den Stall, ins Haus. Beeilen sich, meine Dame. Heute wird noch pünktlicher als sonst gegessen. Am Nachmittag kommen doch die Neuen. Es ist so still geworden, dass man nicht stören möchte. Aber was hilft's? Unsere Geschichte geht auch in der Stille weiter. Hoffentlich hat eine von den Neuen einen großen Gummiball mit. Brudis Ball ist ein 2. Brigitte hat doch auch einen. Aber den hat sie in ihrem Schrank eingeschlossen. Ganz fest, damit ihm nichts passiert. Wenn der Zug pünktlich war, müsste der Omnibus eigentlich... beim Tragen und kommt ins Haus herein. Ja? Ja.
Sie hat Angst, die Neue mit den Zöpfen. Ein Wunder ist das nicht. Man steht einander nicht alle Tage gegenüber, als sähe man in den Spiegel. Was wird daraus werden? So, meine Liebe, der Speisezettel für morgen. Ja? Die Neuen sind vollzählig und gesund eingetroffen. Freut mich, danke schön, Ulrike. Ja, dann ist noch eins, Frau Mothesius. Nämlich? Es handelt sich um Luise Palfi, sie wartet vor der Tür. Also herein mit dem Fass. Was hat sie denn schon wieder ausgefressen? Diesmal nichts. Es ist bloß... Ja. Kommt herein, ihr beiden. Nur keine Angst. Schlägt's 13. Kommt einmal näher, ja? Die Neue heißt Lotte Körner und kommt aus München. Seid ihr miteinander verwandt? Nein, sie haben einander noch nie gesehen. Seltsam. Warum seltsam? Dass die aus Wien kommt und die aus München? Zwei so kleine Doppelgänger wie ihr werden sicher gute Freundinnen werden. Gebt euch die Hand. Nein. Ihr könnt gehen. Ein Augenblick, Lotte. Ich kann gleich deinen Namen eintragen und deinen Geburtstag und wie deine Eltern heißen. Ich habe nur noch meine Mutti. Ich ließe mir das nicht gefallen. Kommt da frech mit deinem Gesicht daher. Was soll ich ihn machen? Zerkratz es ihr. Am einfachsten ist, du beißt dir die Nase ab. Dann bist du in Ärger mit einem Schlag los. Um so die Ferien zu verhunzen. Eigentlich kannst du doch gar nichts dafür, wenn du in eine Käme und sehe wie ich aus. Das glaubst du doch selber nicht, dass jemand so blöd wäre, mit deinem Kopf herumzulaufen. Wir wollen beide nebeneinander sitzen. Wie Sie wünschen. Vielleicht hilft eine Radikalkur. Ja. Trude, du setzt dich neben Hilde Sturm. Warum? Wo ist doch Luises Klassenkameradin bin? Also keine Widerrede, ja? Hm? Ich wünsche dir einen guten Appetit zu deiner ersten Mahlzeit bei uns. Danke. Kein Kind isst, alle starren zu den Zweien hinüber. Hat denn niemand Hunger? Vielleicht sind es astrologische Zwillinge. Was ist denn das schon wieder? Es sollen Menschen geben, die einander völlig gleichen, ohne im Entferntesten verwandt zu sein. Aber sie sind im selben Bruchteil der gleichen Sekunde auf die Welt gekommen. Aha. Es gab einmal einen Herrenschneider in London, der Eduard VII. Völlig glich.
Es kam hinzu, dass der Schneider denselben Bart wie der König trug. Und die beiden waren wirklich in derselben Sekunde geboren worden? Ja, das ließ sich zufälligerweise exakt feststellen. Ja, aber wie ging die Geschichte weiter? Der König ließ den Mann in den Buckingham-Palast kommen. Ja, und dann? Und dann musste der Schneider sich den Bart abschneiden lassen. Lord de Körner erhält das Bett neben Louise Palfi. Die beiden werden sich aneinander gewöhnen müssen. Es ist Nacht. Alle Kinder schlafen. Bis auf zwei. Was hatte die Mutter in München beim Abschied gesagt? Ich freue mich so, dass du ein paar Wochen mit vielen fröhlichen Kindern zusammen sein wirst. Du bist viel zu ernst für dein Alter, Lottie. Es liegt an mir. Aber Mutti. Doch, ich bin zu wenig zu Hause. Wenn ich abends heimkomme, hast du statt zu spielen aufgewaschen, gekocht, den Tisch gedeckt. Komm mit 1000 Lachfältchen zurück. Und nun? Nun liegt sie in der Fremde. Neben einem bösen Mädchen, das sie hasst, weil sie ihm ähnlich sieht. Da soll man Lachfältchen kriegen. Der Mond schaut durchs Schlafsaalfenster und staunt nicht schlecht. Da liegen zwei kleine Mädchen nebeneinander, die sich nicht anzublicken wagen. Und die eine, die eben noch weinte, tastet jetzt ganz langsam mit ihrer Hand nach der streichelnden Hand der anderen. Na gut, denkt der alte silberne Mond. Na gut, da kann ich ja beruhigt untergehen. Und das tut er denn auch. Besaß nun der nächtliche Waffenstillstand zwischen den beiden Wert und Dauer, obwohl er ohne Verhandlungen heimlich und stumm geschlossen worden war? Ich möchte schon glauben. Aber vom Waffenstillstand zum Frieden ist ein weiter Weg, auch bei Kindern. Am See ist das Zopfmädchen verschwunden. Wo ist denn die Neue? Damit du endlich die Nase abbeißen kannst. Hm? Sei nicht so blöd. Na nur, ich denke, du hast eine Wut auf sie. Ich kann auch nicht jedem, auf den ich eine Wut habe, die Nase abbeißen. Und außerdem habe ich gar keine Wut auf sie. Aber gestern hattest du doch welche. Und was für eine. Beim Abendbrot hast du sie unterm Tisch so gegen Schienbein getreten, dass sie beinahe gebrüllt hätte. Na also. Wenn ihr nicht ruhig seid, kriegt ihr auch eins für Schienbein. Verstanden? Wir sind ja nicht taub. Du weißt ja nicht, was du willst. Da ist sie ja. Gerda hat von alledem nichts gemerkt. Sie tut, was sie immer tut. Sie liest. Auf jeder Seite ist mindestens 12 Mal von Liebe die Rede. Jetzt denkt sie an Herrn Rademacher, den Diplom-Ingenieur, der bei ihrer Tante zur Untermiete wohnt. Rudolf heißt er. Sie denkt an ihn und seufzt. Ach, Rudolf.
Bist du mir noch böse? Nein. Es kam alles so plötzlich. Der Autobus, dann du, so ein Schreck. Eigentlich ist es doch furchtbar lustig. Nein? Lustig? Hast du Geschwister? Nein. Ich auch nicht. Ein herrlicher Tag. Es war nur der Schreck, hat Luise gesagt. Nur der Schreck und keine Feindschaft. Ein herrlicher Tag. Hoffentlich bleibt er so herrlich. Au! Aua! Nanu, was ist denn nun schon wieder los? Au! Au! Willst du wohl ruhig sein? Wenn dir deine Mutti Zöpfe flechten will, gibt's nichts zu schreien. Ich hab doch gar keine Mutti. Deswegen bin ich auch so ein lautes Kind, sagt mein Vater. Zieht er dir denn nie die Hosen straff? Ach wo, das hat er mich viel zu lieb. Das hat doch damit nichts zu tun. Und außerdem hat er den Kopf voll. Es genügt doch, wenn er eine Hand frei hat. Halt still. Was wird das wohl werden? Die neue! Du, das ist Luises Platz. Denk an dein Schienbein. Na, da soll sich einer auskennen. Zweimal dasselbe Kind. Raus mit der Sprache. Wer von euch beiden ist wer? Das verraten wir nicht. Was sollen wir denn dann machen? Ich weiß was. Helinchen. Trude geht doch mit Luise in die gleiche Klasse. Ja. Trude muss es herausbringen. So ist es. Du bist unsere letzte Hoffnung, Trude. Ans Werk, Fräulein Salomo. Wer ist Lotte und welche ist Luise? Große Geister stört das alles nicht. Fräulein Gerda wird noch lesen, wenn die Welt untergeht, falls sie untergeht. Vorher hat Fräulein Ulrike angeregt, soll sich die doppelte Lotte erst einmal fotografieren lassen. Zur bleibenden Erinnerung und um Fotos nach Hause zu schicken. Da wird mein Augenmach fast so groß wie Herr Jakob Hoflacher. Sakra, sakra. So, jetzt mal. Die dritte und letzte Aufnahme. Bitte recht freundlich. Ich zähle bis drei. Achtung. Eins, zwei, drei. Danke, die Damen. In 8 bis 10 Tagen kommt's vorbei. Fragen, wie weit es mit den Aufnahmen ist. Auf Wiedersehen. Grüß Gott. Weißt du was? Mach ein paar Glanzabzüge extra und schick sie an eine Illustrierte. Sowas interessiert immer. Wenn ich nicht arbeite, ist dir nicht wohl. Hm? Aber... Auf dem Heimweg sind die beiden eingekehrt. Luises Vater hat Taschengeld geschickt. Es ist heiß und Hitze macht durstig. Ist dein Vater schon lange tot? Ich weiß nicht. Mutti spricht nie von ihm und fragen will ich nicht. Ich kann mich an meine Mutti gar nicht mehr erinnern. Früher stand auf Vaters Flügel ein Bild von ihr. Einmal kam er dazu, ich es mir anschaute und am Tag drauf war es fort.
Er hat es wahrscheinlich in den Schreibtisch eingeschlossen. Schöne Gärtnersfrau. Bist du auch 10 Jahre alt? Ja, aber ich werde bald 11. Am 14. Oktober. Am 14. Oktober? Ja, am 14. Oktober. Du. Ich auch. Und wo bist du geboren? In Linz an der Donau. Ich auch. Es ist ganz still im Wirtshausgarten. Nur die Baumwipfel bewegen sich. Vielleicht hat das Schicksal, das eben über den Garten hinschwebte, sie mit seinen Flügeln gestreift. Du, ich habe ein Bild von meiner Mutti im Schrank. Komm, zeig mir's. Hey, was wäre denn das für ein Neumod? Limonade trinken und dann nichts zahlen? Ja, aber da kriegst du ja was raus. Was müssen denn die am Kerbholz haben? Sie rennen als Geld als das Leben. Selbe Bild. Meine Mutti. Unsere Mutti. Frau Mutti, ich kann es nicht für mich behalten. Ich muss mich Ihnen anvertrauen. Was drückt Ihnen denn das Herz ab, meine Liebe? Es sind gar keine astrologischen Zwillinge. Der englische König und der Herrenschneider? Nein. Lotte Körner und Luise Balfi. Ich habe im Aufnahmebuch nachgeschlagen, Sie sind am gleichen Tag in derselben Stadt geboren. Ja, das kann doch kein Zufall sein. Gewiss nicht. Ja und? Was geschieht jetzt? Nichts. Nichts? Nichts. Falls Sie den Mund nicht halten sollten, werde ich Ihnen beide Ohren abschneiden, meine Gute. Ja. Kein Aber. Die Kinder ahnen nichts. Sie haben sich fotografieren lassen, sie werden die Bilder nach Hause schicken und wenn sich die Fäden dadurch entwirren, gut. Aber Sie und ich, wir werden uns hüten, Schicksal zu spielen. Ich danke Ihnen für Ihre Einsicht, meine Beste. So, und jetzt schicken Sie mir bitte die Köchin. Die Zeit vergeht. Sie weiß es nicht besser. Haben die zwei kleinen Mädchen ihre Fotos beim Herrn Hoflacher abgeholt? Längst. Und haben sie die Bilder heimgeschickt? Sie haben zwar ja gesagt, als man sie fragte, aber getan haben sie es nicht. Sie haben gelogen. Sie wollen ihr Geheimnis für sich behalten. Sie wollen es zu zweit verbergen und vielleicht zu zweit enthüllen. Das Geheimnis war die Saat und Heimlichkeiten sind die Ernte. Die Schürzen hat Mutti beim Oberpollinger gekauft. Ich weiß schon, das ist das Kaufhaus in der Neuhauser Straße beim, wie heißt das Tor? Karlstor. Richtig, beim Karlstor. Und wenn man vom Rathaus her durchgeht, kommt man auf den Spachus. Stachus heißt der Platz. Ah, Stachus. Oh, München ist schwer. Und Wien ist. Jeder entdeckt einen anderen, einen neuen Kontinent. Das, was bis jetzt von ihrem Kinderhimmel umspannt wurde, war ja, wie Sie nun wissen, nur die eine Hälfte ihrer Welt. Und wenn Sie nicht gerade damit beschäftigt sind, die beiden Hälften zusammenzufügen, wählt sie ein anderes Geheimnis. Erst haben Sie natürlich geheiratet. Dann haben Sie zwei kleine Mädchen gekriegt, uns. Und weil Mutti Luise Lotte heißt, haben Sie das eine Kind Luise und das andere Lotte taufen lassen. Das ist doch sehr hübsch. Da müssen Sie sich doch noch gemocht haben. Ja, bestimmt. Aber dann haben Sie sich sicher furchtbar gezankt und sind voneinander fort. Und haben uns genauso in zwei geteilt wie bei unserer Taufe Muttis Vorname. Aber Sie hätten uns zuerst fragen müssen, ob Sie uns halbieren durften. Damals konnten wir doch noch gar nicht reden. Von Vati. Das ist er.
Mein liebes, einziges Kind. So ein Schwindler. Einziges Kind. Wo doch genau weiß, dass er Zwillinge hat. Na, warte. Erst wollte ich dir ja ein Bild schicken, wo ich als nackiges Baby auf einem Eisbärenfell liege. Aber weil du schreibst, es müsse ein funkelnigelnagelneues Bild sein, bin ich gleich zum Fotografen gestürzt und habe mich von ihm knipsen lassen. Sonst habe ich ihm gesagt, er kennt mich meine Tochter nicht wieder, wenn ich sie von der Bahn abhole. Wie lustig er schreibt. Und dabei sieht er so ernst aus. Wahrscheinlich hat er sich geniert zu lachen. Vor anderen Leuten macht er immer ein strenges Gesicht. Aber wenn wir allein sind, kann er sehr komisch sein. Und ich darf das Bild wirklich behalten? Ja, natürlich. Deswegen habe ich mir es doch schicken lassen. Fehlt dir was? Meine Eltern lassen sich scheiden. So eine Gemeinheit. Da schicken sie dich in die Ferien und dann tun sie sowas hinter deinem Rücken. Und warum? Papa liebt, glaube ich, eine andere Frau. Was ist denn los? Du hast es aber eilig. Unser Vater hat doch aber keine neue Frau. Nein. Bestimmt? Das wüsste ich. Aber vielleicht eine, mit der er nicht richtig verheiratet ist. Bekannte hat er natürlich. Opernsängerin und so. Aber du sagst dazu keiner. Und wie ist das mit Mutti? Hat Mutti einen guten Freund? Mutti sagt immer, sie hat mich und ihre Arbeit, sonst will sie nichts vom Leben. Warum sind sie denn dann geschieden? Warum ist Vater in Wien und Mutti in München? Warum haben sie uns halbiert? Warum haben sie nie gesagt, dass jede von uns ein Zwilling ist? Mutti hat dir verschwiegen, dass Vati lebt. Er hat mir verheimlicht, dass Mutti lebt. Schöne Eltern haben wir, was? Na, warte. Wenn wir den beiden die Meinung sagen, die werden staunen. Aber das dürfen wir doch gar nicht. Wir sind ja nur Kinder. Nur? Die Ferien nähern sich unaufhaltsam ihrem Ende. Und die Locken und Zöpfe, so nennt man Luise und Lotte seit einiger Zeit, die Locken und Zöpfe haben sich von den anderen immer gründlicher abgeschlossen. Sie tun sehr geheimnisvoll, als führten sie etwas im Schilde. Aber was? Am liebsten mag Mutti Nudelsuppe. Nudelsuppe? Mit Rindfleisch. Rindfleisch? Das Rindfleisch holst du bei Metzger Huber. Metzger Huber? Ein halbes Pfund Querrippe. Halbes Pfund Querrippe? Nicht zu fett, schön durchwachsen. Nicht zu fett. Wo ist der Laden? Metzger Huber, Max-Emanuel-Straße, Ecke Prinz-Eugen-Straße. Stimmt. Das Kochbuch... Bist du schnell? Schön durchwachsen. Das Kochbuch steht im Küchenschrank. Kochbuch, Küchenschrank. Im untersten Fach ganz links. Untersten Fach links. Neben dem Eingemachten. Neben dem. In dem Kochbuch liegen alle Rezepte, die ich kann. Vor dem Kochen habe ich eine Heidenangst. Was meinst du? Könnte ich, wenn es zuerst schief geht, der Mutti weismachen, ich hätte das Kochen während den Ferien verlernt? Aber du kannst mir ja schreiben, wenn was nicht klappt. Ich gehe jeden Tag zur Post und frage, ob was angekommen ist. Ich auch. Schreib nur recht oft. Pass auf. Da drüben ist schattiger. Spinnchen. Portion Kaffee. Sofort. Und ist tüchtig im Hotel Astoria. Vati freut sich immer so, wenn mir schmeckt. So dumm, dass gefüllte Palatschinken dein Lieblingsgericht sind. Kalbschnitzel und Gulasch wären mir viel lieber. Wenn du gleich am ersten Tag 4 oder 5 Palatschinken isst, dann kannst du ja sagen, du hast dich für den Rest des Lebens daran überfressen. Das geht. So, und nun wollen wir uns noch einmal den Schulweg abfragen. Da hast du es ja einfach.
Du sagst Trude, sie soll dich am ersten Tag abholen? Das macht sie manchmal? Na, und dann läuft er so ganz gemütlich neben ihr her, merkt sie die Straßenecken und den übrigen Palatsch. Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Vergiss ja nicht, Mutti, wenn sie dich ins Bett bringt, einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Das vergesse ich bestimmt nicht. So, bitteschön. Danke. Die zwei Mädels stecken immer die Köpfe zusammen. Ich glaube, da ist eine Verschwörung im Gange. Kann schon sein. Die kommen ja jeden Tag und schmieren ihre Notizbücher voll. So, so. Der gute Mann hat mehr Recht, als er ahnt. Und ob eine Verschwörung im Gange ist. Sie wollen in aller Heimlichkeit die Kleider, die Koffer, die Haartracht und ihr Leben vertauschen. Lotte wird mit lockigem Haar und so lustig und lebhaft, wie sie es nur vermag, zum Vater nach Wien fahren. Lottchen als Luise. Und Luise? Luise wird mit braven Zöpfen und auch sonst so brav, wie es geht, nach München zur Mutter heimkehren, von der sie nichts als eine verjährte Fotografie kennt. Luise als Lottchen. Ja, mei, das haben wir ja schon gleich in München. Wo ist er her? Du, gell, wenn du anders mal mit den Schuhen auf der Bank steigst, dann legst du eine Zeitung runter. Davon würde ich auch nicht grüßen. Aber Luise, du bist doch jetzt die Lotte. Entschuldigen Sie, bitte schön. Mhm. Frau Körner! Tut mir leid, lieber List. Es ist die eilige Serie von der Frankfurter Messe. Ich weiß, ich weiß. Warten Sie oben in meinem Zimmer. Ich muss erst meine Tochter vom Bahnhof abholen. Im Bahnhof einer wildfremden Stadt auf seine Mutter zu warten, die man nur als Foto kennt und die nicht kommt, das ist kein Kinderspiel. Doch da. Mutti! Mein Lotz, endlich habe ich dich wieder. Sogar das Hütchen kriegt einen Kuss. Und wie sieht's zur selben Zeit in Wien aus? Hotel Astoria? Da kommt der Dr. Starniger. Ah, heute schmeckt's ihm wohl noch mal so gut, mein Kapellmeister. Und Fräulein Tochter sitzt auch wieder bei ihren heißgeliebten Palatschinken. Das ist recht, das zeigt von Charakter. Dafür gibt es jetzt auch eine kleine Belohnung. Ich habe da nämlich etwas mitgebracht. Das ist eine Nähschatulle. Das ist von meiner Großmama. Selig ist es, ein bisschen altmodisch, aber sehr praktisch. Es ist ein kleiner Willkommen nach den Ferien. Wie hübsch. Ja, 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 weißt du, alte Herren wie ich, die kommen ja doch nur ganz selten so zum Nähen. Ich danke Ihnen schön, Herr Dr. Sternegger. Sie sind so lieb. Ja, ja. Wir sind ja auch alle so froh, wir Stammgäste, dass du nur wieder da bist. So, jetzt näh fleißig. So ein Hallo, Dreh, will ich bloß haben, dass du nähen lernst. Aber Vati, das kann ich doch. Aber Lotte, du bist doch jetzt die Luise. Das kann ich doch auch endlich lernen. Mhm. Bitte nein, Herr Franz, sonst platzt. Aber es ist doch erst Nummer 5. Mhm. Weißt du was, Vati? Mhm? Ab morgen esse ich immer das, was du isst. Und wenn ich gleich das esse oder mich grill, das kannst du doch nicht ausstehen. Dann werde ich mich eben dazu zwingen. Ja, grüß Gott, Franz, grüß Gott. Na, also, da wäre. Ja, das ist ja Herr Pfefferl, der wieder da ist. Na, geh schön hin und sag dem Luisel grüß Gott. Na, du bist ein blöder Hund. Er kennt seine beste Freundin nicht, nur weil sie ein paar Wochen am Land war. Und da reden die Leute immer so geschwollen vom unterrügeligen Instinkt der Tiere. Ein Glück, dass die Hofrede nicht so gescheit wie der Pepperl sind. Und daheim, die Resi, die merkt schon gar nichts. So, und jetzt springe ich schnell einmal zum Kampfmann. Na, das möchte ich für mein Leben gern sehen, Resi, wenn du springst. Hm?
Tschüss. Du. Ja. Ja, das war schön am See, hm? Schön war's. Ja. Und hast du dich mit jemandem besonders angefreundet? Nein. Ich fand eigentlich fast alle nett. Außerdem war ja die Trude Staubitzer dabei aus meiner Klasse. Ach ja, ja, richtig. Die Trude Staubitzer, ja. Sie holt mich morgen früh zur Schule ab. Das tut sie ja manchmal. Oh, weh, du. Die Schule. Vati? Hm? Ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, mich zu bessern. Du, das hast du mir schon oft versprochen. Kann man denn nicht eine Minute in Ruhe gelassen werden? Balfi! Oh, servus. Ja? Ja, ich wollte eigentlich... Ja? Ja, das weißt du, das wissen Sie doch. Ja, also schön. Gut. Wiedersehen. Aus ist mit der Gemütlichkeit. Ich muss weg. Oh. Ja, ins Atelier. Der Pfeitler will, dass ich mit ihm den Reguletto korrepetiere. Tja, kann man nichts machen, Kind. Und hinterher muss ich in die Oper dirigieren. Du gehst schön rechtzeitig schlafen. Viel Spaß in der Schule und morgen Mittag im Astoria. Ja? Servus. Nein, Lottchen, das ist nicht die Küche. Jetzt stimmt's. Ich glaube, hier sind wir vorerst überflüssig. Schauen wir uns inzwischen noch ein bisschen in der Wohnung um. Der Rosenkavalier, das war ein großer Erfolg für Palfi. Die Carmen, die Mimi, Papagena. Ja, so ein Künstler hat's gut. Schöne Stimmen, schöne Frauen, Ruhm. Was gibt's denn noch zu sehen? Doch zum Beispiel. Ein Gruppenbild. Man kann es nicht erkennen. Moment mal, man müsste einen Stuhl nehmen. Ach ja, das ist eine alte Aufnahme. Sie wurde gemacht, als die Wiener Philharmoniker seine erste Symphonie uraufführen. Damals war er jung verheiratet, verliebt, ehrgeizig und verrückt in einem. Und als dann die Zwillinge ankamen und Tag und Nacht brüllten, da schnappte er Feuerzüge. Da ließ er den Flügel abholen, in ein Atelier am Kärntner Ring bringen, das er in seiner künstlerischen Verzweiflung gemietet hatte. Seine Frau fand das nicht sehr fidel und als ihr gar, Vorsicht, es kommt jemand. Ist da wer? Nein. Und ich hätte schwören können, da hat jemand geredet. Luisel! Wo steckst du? Hier. War während ich einkaufen, war jemand hier? Nein, wer denn? Woher soll ich denn das wissen? Was treibst denn du da? Ich habe ein bisschen in dein Buch nachgerechnet. Was sind denn das für neue Moden? Erstens hast du dich fast auf jeder Seite verrechnet und immer zu deinem Vorteil. Rechne du in der Schule, wo es hingehört. Ich werde jetzt immer in deinem Buch nachrechnen. Die Lehrerin hat gesagt, wir lernen in der Schule, aber nicht für die Schule. Luise! Papa ist am Telefon. Hallo. Luise kommt gleich, Herr Kapellmeister.
Sie spielt gerade so hübsch in ihrem Zimmer. Oh, da wird sie sich aber freuen, Herr Kapellmeister. Natürlich bringe ich sie hin, Herr Kapellmeister. Da freilich hole ich sie ab, Herr Kapellmeister. Ja, Vati. Oh, und ich kann dich von meinem Platz aus sehen. Und ich darf dir winken. Wie? Du winkst sogar zurück. Ich freue mich, Vati. Danke, Vati. Danke, danke, danke. Riesig, ich darf in die Oper und Vati dirigiert. Und er winkt und du winkst, ich weiß. Und was ziehst du dann? Das gute Blaue mit dem Matrosenkragen. Das kann sie ja gar nicht anziehen. Das hat doch weit weg von Wien in München Luise angezogen. Luise? Ach nein, Lotte war eben beim Metzger Huber. Nun sucht sie das Geschäft auf Frau Wagenthaler. Na, Lu, machst du auf der Straße Schularbeiten? Jetzt ist doch noch Ferien. Herrje, wer ist denn das nun wieder? Hilft nur eins. Grüß Gott. Kommst du ein paar Schritte mit? Musst du Frau Wagenthaler Nudeln einkaufen. Meinetwegen. Ich warte auf dich. Zu dumm, wenn einen wer anspricht, den man, obwohl man ihn noch nie im Leben gesehen hat, genau zu kennen hat. Ein halbes Kilo feine Nudeln und ein Pfund Salz, gell? Und jetzt noch ein bisschen Suppengrün. Ja, du, seit wann siehst denn du mit der Anni Habersetzer rum, diesen frechen Ball? Habersetzer? Anni Habersetzer? So, dein Suppengrün. Und es macht jetzt zusammen. Ich vergesse, Anni. Dreimal war ich mit dir böse, wegen der Ilse Merk und so. Du weißt schon. Das nächste Mal bin ich nicht nur böse, sondern... Das werden wir ja sehen. Gleich werden wir aber sehen. Die ist wohl in den Ferien übergeschnappt. Das mit der Anni Habersetzer hat gut geklappt. Glück muss der Mensch haben. Und Entschlossenheit muss er zeigen. Freilich, mit dem Kochen liegt es etwas anders. Entschlossenheit genügt vielleicht, um vom Rathausturm zu springen. Aber um Nudeln mit Rindfleisch zu kochen, dazu braucht es mehr als Willenskraft. Das tut aber weh, fast noch mal. Hilft nichts, keine Müdigkeit vorschützen. Salz für die Nudeln, wie viel Salz? Einen halben Esslöffel voll, was noch? Selleriesalz, eine Prise. Wie viel um alles in der Welt ist denn eine Prise? Und wie die Zeit vergeht, du liebe Zeit. Und Mutti kommt gleich. Und decken muss ich noch. Und die Zeit vergeht. Und decken muss ich noch. Und Mutti kommt gleich. Ob das Fleisch schon weich ist? Die Gabel da. Und Topflappen nicht vergessen. Nein, ist noch nicht weich. Muss ein sehr alter Ochse gewesen sein. Und was fehlt denn noch richtig? Tisch, Muskatnuss und Treibeisen, Muskatnuss und Treibeisen, Muskat und einmal nichts, zweimal nichts, wo sind sie? Ah, da drüben. Treibnuss und Muskateisen, Quatsch, Muskatnuss und Treibeisen und einmal nichts und zweimal nichts. Doch, da ist es hier. Endlich diese Muskatnuss. So, und jetzt das Reibeisen natürlich. Und jetzt reiben die Nuss, nicht die Finger. Wer hat das Wasser aufgedreht? So, und was liegt denn da, das Suppengrün. Suppengrün muss gewaschen werden. Doch aber nicht so. Da ja, mit dem Sieb natürlich. Da ist das Sieb, das Sieb, das... Wozu braucht der Mensch eigentlich ein Sieb? Ah je, ist nicht leicht, seine eigene Schwester zu sein. Schimpf nicht, Mutti. Ich glaube, ich kann nicht mehr kochen. Aber Leutchen, kochen verlernt man doch nicht. Ich schon. Und nun schmeckt es doch noch ganz gut, nicht? Die nächsten Abende komme ich etwas früher und koche selber. Du wirst hübsch aufpassen, dann kannst du es bald wieder wie vor den Ferien. Vielleicht sogar noch besser. So, mein Lottchen. Nun schlaf gut und träume etwas Schönes. Wenn ich nicht zu müde bin. Kommst du auch bald, Mutti? Gleich, mein Kind. Ich bin so froh, dass du wieder daheim bist. Ich habe ja nur noch dich. Ach, meine liebe, liebe Mutti.
gibt noch so viel zu tun. Das Kind schläft, das eine Kind. Und das andere? Das andere Kind, das sitzt im schönsten Kleid der Schwester in der Oper. Dem Fadi parieren, obwohl ganz alte Herren darunter sind. Das reinste Schaufenster. Sondern ihr. Wieso hat mir Luise nichts von ihr erzählt? Ich muss ihr sofort schreiben. Postlager. Vergiss mal nicht. München 18. Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh? Die Gänse gehen barfuß und haben kein Schuh. Der Schuster hat weder kein Leisten dazu. Warum können die Gänslein auch machen kein Schuh? Wenn sie halt barfuß Schuh. Was, Engel, lasst mich noch aus! Barfuß oder Vaterhaus! Da unten auf der Bühne schicken die Eltern ihre zwei Kinder, um sie loszuwerden in den Wald. Wie können sie nur so böse sein? Oder sind sie gar nicht böse? Ist nur das, was sie tun, böse? Und tun sie es nur, weil sie kein Geld haben, um Brot kaufen zu können? Das Spiel geht weiter. Um Mitternacht, wenn niemand wacht, dann reitet sie aus zur Hexenjagd. Zum Schornstein hinaus, auf dem Wiesenbuch raus, über Berg und Schlucht, über Tal und Kluft, durch Nibelduft, im Sturm durch die Luft. Die Kinder haben sich im Wald verirrt. Sie kommen vor dem Pfefferkuchenhaus an. Ich
Knusper, Knusper, Kneißchen, wer knuspert mir am Häuschen? Willst du auch ein bisschen knabbern? Entschuldigen Sie vielmals. Das macht nichts, Löserl. Sie kennt mich? Wieso? Das ist genauso eine Hexe wie die auf der Bühne. Nur viel hübscher. Was seid ihr für leckere Teufelsbrätchen? Besonders du, mein herziges Mädchen. Kommt, kleine Mäuslein, kommt in mein Häuslein. Ihr sollt's gut bei mir haben, mit drinnen Küssen. Das Märchen von Hänsel und Gretel fängt an, sich im Herzen des kleinen Mädchens merkwürdig mit der eigenen Kinderwelt zu vermischen. Und so ist es kein Wunder, dass Lottchen nach dem Theater zum ersten Mal im Bett der Schwester vom ersten Tag des großen Abenteuers überwältigt und erschöpft, kaum dass sie eingeschlafen ist, träumt. Welche bist du denn? Das Luisel, aber du darfst das nicht tun. Halte den Mund! Eltern dürfen alles! Du schreibst nur! Postlagern, vergiss mal nicht! München 18! In den Wochen, die diesem Tag und dieser Nacht folgten, haben sich in Wien und in München manche Menschen gewundert. Diktathefte von Hauptbauern. Dankeschön, Luise.
Also diese kleine Pagen. Wissen Sie, wie sich da aus dem frühen Überschwang des Temperaments diese stille, beherrschte Kraft herausgebildet haben? Das ist doch einzigartig. Ja, und vergessen Sie nicht, liebe Kollegin, diese Verwandlung ist passiert ohne jeden erzieherischen Druck von außen. Diese Selbstentfaltung des Charakters, dieser Formwille, zeigt sich auch in Luises Schrift. Ich sage ja immer, Schrift und Charakter. Wir wollen es uns schenken, anzuhören, was Fräulein Bruckbauer immer sagt. Wir wollen lieber stattdessen mit Vergnügen zur Kenntnis nehmen, dass Pepperl, der Hund vom Hofrat Strobel, dem kleinen Mädchen wieder Grüß Gott zu sagen pflegt. Er hat sich damit abgefunden, dass das Luiserl nicht mehr wie das Luiserl riecht. Außerdem ist die liebe Kleine neuerdings fast täglich Koteletts, Beinfleisch oder ähnliche Dinge. Früher die Palatschinken, die hatten so gar keine Knochen. So hat sich manches geändert, von Resi ganz zu schweigen. Sie hat sich unter der sanften Gewalt des Kindes zu einer Perle entwickelt, sagen wir, zu einer ungefassten Perle. Was ist, Resi? Ich brauche Geld, Luiserl, für Tischblumen und fürs Nachtessen. Ich habe mir gedacht, eine kalte Blaubeeren und einen Salat. Und Gewürzgurken für Vater? Ja, Gewürzgurken für den Vater. Und da muss ich seinen grauen Anzug abholen von der Büglerin. Das wird reichen. Und abends rechnen wir ab. Versteht sich. Währenddem geht der Papa in seinem Atelier am Ring auf und ab und arbeitet auch. Es ist neuerdings recht wenig Zeit für mich übrig. Ja, weißt du, kürzlich komme ich doch dazu, wie das Luiserl stillvergnügt auf den Tasten klimpert. Und dazu singt sein kleines Lied. Einfach süß. Wo sie doch früher nie ans Klavier gegangen wären, wenn man sie hingeprügelt hätte. Darf man fragen, was das mit deiner Zeit für mich zu tun hat? Oh, seitdem gebe ich dem Kind Klavierunterricht. Ich dachte bis jetzt, du wärst ein Komponist. Und nicht ein Klavierlehrer für kleine Mädchen. Dabei habe ich in meinem Leben noch nie so viel komponiert wie jetzt. Was wird es denn werden? Eine Kinderoper. Ich sagte schon vorhin, auch in München haben sich während der letzten Wochen einige Menschen wundern müssen. Unter anderem natürlich auch hier eine Lehrerin. Diese Unterhaltung, Frau Körner, ließ sich leider nicht länger vermeiden. Die Aufmerksamkeit ihrer Tochter Lotte sowie ihre Ordnungsliebe und ihr Fleiß lassen seit einiger Zeit in bedenklichem Maße zu wünschen übrig. Es ist mir offen gestanden, lieber, sie wird ein fröhlicher Racker, als dass sie um jeden Preis ihre beste Schülerin bleibt. Lottchen soll ein Kind sein, kein zu klein geratener Erwachsener. Aber früher hat das Kind doch beides vorbildlich zu vereinbaren gewusst, beste Frau Körner. Als berufstätige Frau weiß man so wenig von seinem Kind. Immerhin weiß und sehe ich, dass sie es nicht mehr kann. Das ist entscheidend. Nicht für mich, die Erzieherin ihrer Tochter. Ich muss und werde versuchen, die Harmonie des Kindes wiederherzustellen. Finden Sie denn wirklich, dass Unaufmerksamkeit in der Rechenstunde und ein paar Tintenkleckse im Schreibheft... Ein gutes Beispiel, Frau Körner, das Schreibheft. Lottes Schrift zeigt deutlich, wie sehr das Kind die seelische Balance verloren hat. Doch Schrift hin, Schrift her, finden Sie es auch in Ordnung, dass Lotte neuerdings Mitschülerinnen prügelt? Mitschülerinnen? Meines Wissens hat sie nur die Annie Habersetzer geschlagen. Nur? Und Annie Habersetzer hat die Ohrfeigen redlich verdient. Von irgendwem muss sie sie ja kriegen. Frau Körner! Dieses große, gefräßige Ding, das seine Niedertracht an den Kleinsten der Klasse auslässt, sollte von der Lehrerin nicht noch in Schutz genommen werden. Wie bitte? Davon weiß ich ja gar nichts. Dann fragen Sie nur die arme kleine Ilse Merck. Vielleicht erzählt die Ihnen einiges. Und warum hat mir Ihre Tochter nichts gesagt, als ich sie bestraft habe? Ja, dazu fehlt es ihr wohl, wie Sie das nennen, an der nötigen seelischen Balance. Frau Körner ist mit sich zu Rate gegangen. Die Ferien am See haben ihr Kind verwandelt. Es ist draußen im Gebirge lustiger geworden, unbeschwerter. So soll es bleiben. Aber was kann man tun? Mutti! Denk dir, in Rechnen habe ich wieder eine 3. Ist das sehr schlimm oder ist es bloß schlimm? Es ist schlimm genug, noch dazu am Samstag. Komm. Was ist das? Ein Rucksack. Zieh die festen Schuhe an. Wir fahren in die Berge bis morgen Abend. Oh, fein, fein, fein. Fein. Wird das auch nicht zu teuer? Ja,
Wenn das Geld nicht reicht, verkaufe ich dich unterwegs. Ja, und wenn du mich 3 bis 4 Mal verkauft hast, dann haben wir so viel Geld, dass du einen Monat nicht zu arbeiten brauchst. So teuer bist du? Freilich, 400 Mark und 11 Pfennige. Das wird ein Wochenende, wie lauter Himbeeren mit Schlagsahne. Gerieten sie in ein Dorf namens Greinau. Erst futterten sie aus dem Rucksack, was das Zeug hielt. Später schliefen sie dann in einem Bett. Das war billiger und schöner war es außerdem. Und draußen auf den Wiesen geigten die Grillen eine kleine Nachtmusik. Am Sonntagmorgen wanderten sie weiter. Die Zugspitze glänzte silberweiß. Dann ging sie übers Dörl. Das war ein Gekraxel. Sakra, sakra. Und tief, tief unten lag der Eibsee. Er sah ganz winzig aus. So winzig, dass Luise versonnen sagte, als ob der liebe Gott bloß mal so hingespuckt hätte. Später stiegen sie zwischen Himbeersträuchern und Schmetterlingen zum See hinunter. Im Eibsee wurde selbstverständlich gebadet. Es war schon spät am Nachmittag und es wurde Zeit, heimzufahren. Leider, leider. Es war so schön. So schön wie nichts auf der Welt. In Wien sah es in diesen Tagen nicht ganz so lustig aus. Der Vater hat neuerdings recht wenig Zeit für Klavierstunden übrig. Vielleicht hängt's mit der Arbeit an der Kinderoper zusammen. Es ist nur so, wenn Väter viel von Kinderopern reden und über Fräulein Irene Gerlach schweigen, dann wittern kleine Mädchen wie kleine Tiere, dass Gefahr droht und auch, woher sie droht. Luise hat zwar postlagernd geantwortet, dass Fräulein Gerlach sei halt die Tochter vom Besitzer des Hotels Astoria. So kenne man sich eben und es habe nichts auf sich. Doch das muss sich geändert haben. Vielleicht, als Vati allein war und niemand auf ihn aufpasste. Oh, die Luise. Gott, Herr Gabele, heute hätte ich Zeit. Nur hereinspaziert, Fräulein Nachbar. Ein Moment, dann muss ich, gehe voraus. Bitte näher zu treten. Spielst du neuerdings so selten Klavier? Hat es Sie sehr gestört? Gegenteil, es fehlt mir geradezu. Vati hat nicht mehr so viel Zeit zum Stunden geben. Er komponiert an einer Oper. Alle Wetter. Es wird eine Kinderoper. Oh, wie schön. Sowas wird gebraucht wie das liebe Brot. Diese Fenster, diese Gucklöcher, rein gar nichts kann man sehen. Kein Seitenlicht, kein Oberlicht. Ein Atelier müsste man haben. Ein richtiges, helles Atelier. Warum mieten Sie sich denn keins, Herr Gabele? Weil es keine zu mieten gibt. Ateliers sind selten. Vati hat ein Atelier. Hm? Ich weiß, drüben am Ring. Mit großen Fenstern und Licht von oben. Herr Gabele. Hm? Zum Komponieren braucht man doch gar nicht so viel Licht wie zum Malen, nicht? So große Fenster und Licht von oben. Nein, diese Kinder, denkt Herr Gabele bei sich. Was spinnt sich da an? Was hat sie wohl vor? Herr
Vati, ich bringe dir nur rasch ein paar frische Blumen. Mit deiner Tochter sieht, hat man den Eindruck, dass du unter dem Pantoffel stehst. Sie hat neuerdings eine dezidierte Art. Und außerdem ist das, was sie tut, so goldrichtig, da kann man nichts machen. Ich koche nur rasch einen Kaffee. Wir müssen doch deinem Besuch etwas anbieten. Irene Gerlach weiß, was sie will. Sie will Herrn Palfi heiraten. Noch ahnt er nichts von seinem künftigen Glück, aber sie wird es ihm mit der Zeit schon beibringen. Ein Hindernis ist freilich da, ein einziges. Dieses merkwürdige Kind. Nun, mit dem Fratz wird sie wohl auch noch fertig werden. Also, trinken wir eine Schale Kaffee. Ich bringe zur Gesellschaft einen Schluck Milch. Wie viel Milch, meine Dame? Halb und halb, mein Herr. Bitte sehr, meine Dame. Vielen Dank, mein Herr. Na, Luisel, was hast du denn seit dem Mittagessen erlebt? Erst habe ich ein bisschen Klavier gespielt und dann war ich beim Herrn Gabele. Hat er dich gezeichnet? Er hat es probiert. Es ging nicht recht. Er hat so wenig Licht. Vor allem braucht er welches von oben, so wie hier. Na, soll sich halt ein Atelier mit Oberlicht mieten? Das habe ich ihm auch gesagt. Aber sie sind alle vermietet, die Ateliers. Zum Komponieren braucht man eigentlich kein Oberlicht, Vati, oder? Nein, eigentlich nicht. Vati? Hm? Wenn du nun mit Herrn Gabele tauschtest, dann hätte der Herr Gabele ein Atelier, wie er es braucht, und du wohntest direkt neben uns, im Resi und mir. Genauso allein wie hier. Doch wenn du nicht allein sein willst, kommst du einfach über den Flur und bist schon da. Und mittags können wir daheim essen. Wenn du Klavier spielst, hören wir es durch die Wand. Nein, wie man sich verplaudern kann, das haben interessante Gespräche so an sich. Ich bringe sie hinaus. Auf Wiedersehen, Luise. Und schönen Dank für den guten Kaffee. Wiedersehen. Auf heute Abend also. Am Ende hast du keine Zeit. Wieso denn, Liebling? Vielleicht ziehst du gerade um. Lach nicht zu früh. Wenn ich deine Tochter kenne, hat sie bereits die Möbelpacker bestellt. Vati, kommst du zum Abendessen? Nein, heute nicht. Hör mal, Luise. Ich habe es nicht sonderlich gern, wenn sich andere Leute meinen Kopf zerbrechen. Auch meine Tochter nicht. Ich weiß selber, was für mich am besten ist. Natürlich, Vati. Schlaf gut. Kindertränen. Auch das noch. Dabei soll man nun eine Kinderoper komponieren. Die Tränen hingen in den langen Wimpern wie
Tautropfen an Grashalmen. Wozu Kindertränen doch gut sind. Ja, so ein Künstler ist fein heraus. Der hat seine Kunst und das Fräulein Gerlach hat er außerdem. Aber so ein Kind. Was fängt das in all den Wochen mit seinem heimlichen Kummer an? Ich muss widersprechen. Es handelt sich um eine wichtige und sehr ernste Angelegenheit. Also, Luise, seit deine Mutter nicht mehr da ist, bin ich allein gewesen. 7 Jahre lang. Natürlich nicht völlig allein, ich habe ja dich gehabt und ich habe dich ja noch. Aber es wird sich etwas ändern in meinem und dadurch auch in deinem Leben. Kurz und gut, mein liebes Kind, ich habe mich entschlossen, wieder zu heiraten. Nein! Nein, Vati, bitte nein. Bitte, bitte nein. Du kennst doch Fräulein Gerlach bereits. Sag ich sehr gern. Und böse Stiefmütter kommen nur noch im Märchen vor. Du bist der tapferste kleine Kerl, den es gibt. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. So, ja, und jetzt muss ich gehen mit dem Pfeidler, den Rigoletto korrumpiert. Also, servus, Luise. Papi! Es klingt, als ob jemand ertränke. Aber denkt der Herr Kapellmeister, in einem Wohnzimmer trinkt man nicht. Mutti, 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 was soll ich nur tun? Der Herr Kapellmeister, war jetzt bei der Luise, hallo? Nein, ich komme direkt aus China. Aus China? Das muss ein Irrtum sein. Bleibst nicht so jausen. Wie komme ich zur Kobenzlstraße? Kobenzlstraße? Wo ist denn die eigentlich? Ah ja, ich weiß schon. Da fährst du natürlich mit der Dreier bis zur Endstation. Thank you.
Ja? Gnädige Frau, ein Kind möchte Sie sprechen. Ein Kind? Luise Balfi heißt es. Führen Sie sie herauf. Wie hübsch, dass Sie mich einmal besuchen kommen. Kochen Sie uns eine Schokolade und bringen Sie von den gefüllten Waffeln. Ich hätte dich schon längst einmal einladen sollen. Danke, ich will nicht lange bleiben. So. Aber zum Hinsetzen wirst du hoffentlich Zeit haben. Bist du zufällig vorbeigekommen? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin ganz ohr. Vati hat gesagt, dass Sie ihn heiraten wollen. Hat er das wirklich so formuliert? Hat er nicht vielmehr gesagt, dass er mich heiraten will? Also, mein Kind, ja, dein Papa und ich, wir wollen uns heiraten. Und du und ich? Na, pass auf, wenn wir erst eine Zeit lang zusammen gewohnt und gelebt haben, werden wir die besten Freundinnen geworden sein. Hm? Wir wollen uns beide rechte Mühe geben. Meine Hand drauf? Sie dürfen Vati nicht heiraten. Und warum nicht? Weil sie es nicht dürfen. Das ist keine sehr befriedigende Erklärung. Du willst mir verbieten, die Frau deines Vaters zu werden? Ja. Also das ist wirklich allerhand. Ich muss dich bitten, jetzt nach Hause zu gehen. Ob ich deinem Vater von diesem merkwürdigen Besuch erzählen werde, weiß ich noch nicht. Sollte ich es unterlassen, dann nur um unserer späteren Freundschaft, an die ich noch immer glauben will, nichts Ernstliches in den Weg zu legen. Auf Wiedersehen. Lassen Sie uns so, wie wir sind. Bitte, bitte. Da hört sich doch alles auf. So ein Fratz. Du isst ja halt gar nichts. Ausschauen tust wie ein Gespenst. Was hast denn? Magst du was anderes zum Essen? Ja, du schlafst ja mit offenen Augen. Aufgewacht! Du hast ja Fieber. Ja, gleich gehst du ins Bett. Nichts dem Vati erzählen. Nein, nein, Schatzi. Der Herr Hofrat muss her. Masern? Ach, keine Spur. Grippe? Sie können ruhig laut reden, ich habe eine Spritze gegeben. Ja, es ist offenbar die Auswirkung einer inneren Krise. Wissen Sie was davon? Nein. Haben Sie eine Vermutung oder irgendeinen Anhaltspunkt? Ich meine, ist gestern oder heute was passiert? Ich weiß nicht, ob es etwas damit zu schaffen hat, aber heute Nachmittag ist sie weggegangen. Sie müsste jemand sprechen, in der Kopinselstraße. Sie wird jetzt bis morgen früh durchschlafen. Und dann? Um 7 bin ich wieder da. Ja, der Inspizient rief an, gerade als ich aus dem Haus gehen wollte. Was fehlt dir denn? Masern oder Grippe? Ach, du Armer. War ich halt gerade so nett zu dir. Was? Ja, sie war bei mir, aber wieso erzählt sie dir das? Was sie wollte, das lass dir nur auch von ihr erzählen. Na, so gut. Genau genommen kam sie, um mir zu verbieten, deine Frau zu werden. Hallo. Hallo. So ein kleines Biest. Kämpft mit allen Mitteln. Legt sich hin und spielt krank. Nervenfieber hat's das Kind. Mit Kopf hoch. Morgen früh wissen wir mehr.
brauchst Sie nicht, ne, Resi. Schlafen Sie gut. Wäre es nicht besser, wenn ich... Schlafen Sie gut. Schlafen Sie gut. Das sagen Sie so. Frau Körner? Herr Doktor? Saule Gurkenzeit, meine Liebe. Wollen ein aktuelles Titelfoto hernehmen und nicht stehlen, ne? Neopress hat Aufnahmen von der neuen deutschen Meisterin in Turmspringen geschickt. Und ist die hübsch? Fürs Turmspringen reicht's. Da hat doch neulich so ein komischer Dorflichtbildkünstler ein paar Fotos geschickt. Zwillinge waren drauf, zum Totlachen ähnlich. Na, was seid ihr denn in der kleinen Frauenzimmer? Sowas gefällt dem Publikum immer. Wenn schon nichts Aktuelles, dann wenigstens ein paar hübsche Zwillinge. Na, endlich! Wird gemacht. Dichten Sie eine Unterschrift, dass den Lesern das Herz im Leibe lacht. Erfinden Sie eine kleine, spannende Story. Das können Sie ja erstklassig. Der Text hat bis morgen Zeit. Ich danke Ihnen, liebe Körner. Nein, Fräulein, vergiss mal nicht. Heute haben wir wieder nichts. Das verstehe ich nicht. Ja, aber wirklich hatte ich das Vergissmeinnicht vergessen. Nein, nein. Ich komme morgen wieder vorbei. Ist ja recht. Was kochst denn heute Schönes? Schweinsrippel mit Kraut. Oh, da wäre ich aber gern dabei. Heute riecht's aber besonders gut. Was gibt's denn für uns? Schweinsrippel mit Kraut von der Meisterköchin Lottchen Körner. Das ist wahr. Wie schnell du das Kochen gelernt hast. Nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt so schnell... Luise. Luise. Es war eine lange, wortreiche Beichte. Und es war eine kurze, wortlose Absolution. Ach, ist das schön, endlich die Wahrheit gesagt zu haben. Ihr seid mir schon zwei raffinierte Frauenzimmer. Was soll nun werden? Lottchen hat sicher großes Heimweh nach dir. Und du nach ihr. Und ich auch. Nach ihr und... Nach deinem Vater, gell? Wenn ich bloß wüsste, warum sie nicht mehr schreibt. Ich mache mir ehrlich Sorgen. Ja? Ein Ferngespräch aus München. Wer ist es denn? Die Konzertdirektion Keller? Hier, Palfi. Wer ist dort? Luise Lotte? Na ja, ja, das Kind ist krank. Ja, ich verstehe nicht, wieso du... Wieso du und Luise? Was? Nein. Nein, das ist doch... Das ist doch unglaublich. Hast du auch nicht? Also entschuldige, ich bin wie vor den Kopf geschlagen. Bitte? Nervenfieber, ja. Auf dem Wege der Besserung. Na ja, aber gewiss, der Hofrat kennt doch Luise von klein auf. Ach so, ja, es ist eine Lotte, ja. Er kennt sie also nicht, ne? Ja, ich kenne mich auch nicht mehr aus. Vati! Liebe Vati! Hier ist Luise, grüß dich Gott, Vati! Sag, sollen wir nach Wien kommen? Mit dem Flugzeug, morgen früh. Doch, es wird schon möglich sein. Grüß dich, Ludwig. Meine Frau ist morgen zu Besuch. Ja, meine geschiedene Frau.
Lottchens Mutter. Lottchens? Ja, und das Luisa, das kommt auch mit. Da liegt's doch. Nein, das ist der Zwilling. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Fräulein Gerlach ist am Telefon. Ins Bett, wo du hinkörst. Das kann der Hofrat. Du kannst dir ja den Tod holen. Ja, Pippel, grüß dich, Pippel. Es ist nicht das Kind, das Sie meinen. Es ist die Schwester. Das kann Resi. So ein paar Intriganten. Sie sind also die Resi. Darf ich Ihnen bitte den Weg zeigen? Danke, ich kenne mich aus. Aber bitte höflichst passieren zu dürfen. Verzeihen Sie bitte. Also du, weiß ich, Sie sind zusammen, Resi, wer weiß, wie lang Sie es noch haben. Momentl, schöne Frau. Mutter. Pepper schaut unschlüssig zwischen den beiden Kindern hin und her. Einen netten, kinderlieben Hund so in Verlegenheit zu bringen. Guten Tag allerseits. Na, und wie geht's der Patientin? Schon viel besser, Herr Hofer. Ah, haben wir endlich Appetit? Wenn Mutti kocht? Na, also. Aha, Puls normal. Temperatur? Gestern Abend 37,2. Heute Morgen 36,9. Entschuldige, dass ich dir erst jetzt guten Tag sage. Das klingt ja höchst erfreulich. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ja, du bist die am Berg. Meinen Glückwunsch, Luisel. Dankeschön, Herr Hofrat. Was? Oder meinen Sie mich? Oh, mein Kopf. Das geht auch vorüber. Also komm, Pepperl, reiß dich von diesen zwei trügerischen Weibsbüdern los. Mutti weiß nichts von Fräulein Gerlach. Wir dürfen sie auch nie sagen. Ja, eine Mutter, das ist eine Medizin, die man nicht in der Apotheke holen kann. Werden Sie so lang bleiben können, bis das Luisel, bis das Lottchen wieder ganz beisammen ist? Ich denke schon. Ja. Das Künstlerherz wird ihm zwar bluten, wenn so viele Leute in der Wohnung sind, aber nur Geduld. Bald werden sie wieder allein sein. Bis morgen. Au! Mit einem sauberen Messer flach drücken. Dankeschön. Der wertvolle Ratschlag kostet nichts. Komm, Pepperl. Starschel, Herr Doktor. Ah, richtig. Und am Abend verlässt dann auch der Herr des Hauses die Wohnung. Falls es schlimmer werden sollte, ich bin im Atelier. Mach dir keine unnötigen Sorgen. Vergiss lieber nicht, dass du viel Schlaf nachzuholen hast. Gute Nacht. Gute Nacht. Kommst du zum Frühstück? Ja, ich komme. Warum lässt du dich am Telefon verleugnen? Findest du das sehr geschmackvoll? Ich war nicht fähig, mit dir zu sprechen. Das Kind war sehr krank. Es scheint ihm besser zu gehen. Sonst wärst du doch drüben, nicht hier. Ja, es geht ihm besser. Außerdem ist meine Frau drüben. Wer? Meine geschiedene Frau. Sie ist heute Morgen gekommen mit dem anderen Kind. Mit dem anderen Kind? Ja, es sind Zwillinge. Sie trafen sich im Sommer zufällig im Kinderheim, dann fuhr Luise nach München und Lotte kam zu mir nach Wien. Ich habe es gar nicht gemerkt. Raffiniert eingefädelt von deiner Geschiedenen. Die weiß es auch erst seit gestern. Die Situation ist nicht unbekannt. In der einen Wohnung sitzt eine Frau, mit der du nicht mehr, und in der anderen eine, mit der du noch nicht verheiratet bist. Es gibt noch viel mehr Wohnungen.
worin Frauen sitzen, mit denen ich noch nicht verheiratet bin. Ach, witzig kannst du auch sein. Irene, bitte entschuldige, ich bin so nervös. Entschuldige, Ludwig, ich auch. Die Zeit heilt Wunden, die Zeit heilt Krankheiten. Lottchen ist wieder gesund, sie trägt wieder Zöpfe und Luise hat wie einst ihre Locken. Meist geht's sehr lustig zu, nur manchmal, da schauen die Schwestern einander ängstlich in die Augen. Denn was wird werden? Sag mal, ihr beide, warum haben wir euch eigentlich nichts schenken dürfen? Weil wir uns etwas wünschen, was man nicht kaufen kann. Und was wünscht ihr euch denn? Dass Lotte und ich für immer zusammenbleiben dürfen. Dann braucht ihr uns auch nie im Leben wieder etwas zu schenken. Zu keinem Geburtstag und zu keinem Weihnachtsfest. Ihr könnt es doch wenigstens versuchen. Wir werden bestimmt gut folgen. Noch viel mehr als jetzt. Das versprechen wir euch. Wenn es dein Wille ist, so bin ich damit einverstanden, dass du beide Kinder zu dir nach München nimmst. Aber vielleicht erlaubst du, dass sie mich alljährlich 4 Wochen besuchen. Oder 3 Wochen. Ach, Ludwig, spürst du denn nicht, wonach sie sich wirklich sehnen? Ja, sie möchten, dass auch du und ich zusammenbleiben. Vater und Mutter wollen sie haben. Ist das so unbescheiden? Nein. Aber es gibt auch bescheidene Wünsche, die nicht erfüllbar sind. Warum nicht erfüllbar? Das fragst du mich? Nach diesen 7 Jahren? Das frage ich dich. Nach diesen 7 Jahren. Betest du? Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Segne, was du uns beschert hast. Es passt nicht, aber mir fällt nichts anderes ein. Das Gebet hat zwar nicht ganz gepasst, aber es hat trotzdem geholfen. Der Kapellmeister wird nicht weit für Wien ein. Ah, ein vierbeiniger Trauzeuge. Gute Luise Körner. Herzlich willkommen im alten und neuen Heim. Dankeschön, Resi. Hereinspaziert in die gute Stube. Einen Moment, ich muss erst noch kurz ins Atelier. Bitte, Frau Palfi. Wenn das Essen auf dem Tisch steht, klingel dir. Juhu!
Drüben werden wir zu viert glücklich sein. Hier, ich allein. Aber wandern man mit euch. Ich hätte nie geglaubt, dass man Glück nachholen kann. Wie eine versäumte Schulstunde. Das ist Vatis Kinder.